Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 21. August. Der Faule spricht: Es ist ein Löwe draußen. Ich könnte erwürgt werden auf der Gasse. Sprüche 22, Vers 13. Eine köstliche Szene schildert hier der König Salomo. Auf seinem Lager liegt ein fauler Kerl und schläft. Jetzt blinzelt er, wirft einen Blick auf die Sonnenuhr und erschrickt. Es ist höchste Zeit, an die Arbeit zu gehen. Aber nun fällt ihm ein: Da hat doch ein Bekannter erzählt, seine Tante habe gehört, ein Mann sei von einem Löwen zerrissen worden. Ja, sagt der Faule, da wäre es ja Leichtsinn, hinauszugehen. Es könnte ja ein Löwe auf der Gasse sein. Und er schläft weiter, obwohl er genau weiß, es laufen keine Löwen in der Stadt herum. So sind wir. Wir sehen die Welt nicht, wie sie in Wirklichkeit ist, sondern wie wir sie gern sehen möchten und wie es uns gerade passt. Der Idealist glaubt an das Gute im Menschen, auch wenn das alles dagegen spricht. Der Materialist verachtet Gott, auch wenn Gott sich deutlich bezeugt. Wenn Frau X Streit hat mit Frau Y, dann kann Frau Y tun, was sie will. Frau X sieht alles als Bosheit und Falschheit an. Der Schüler sieht im Lehrer den Tyrannen, auch wenn er mit Herzblut um ihn ringt. Wir halten uns für rechte Leute, auch wenn unsere Sünden ihm zum Himmel schreien. Kurz, wir wollen nicht die Wirklichkeit sehen. Wir entdecken im Notfall mitten in der Stadt Löwen. Leute aber, die Gott erweckt hat, haben den heißen Wunsch, die Wirklichkeit zu sehen. Darum lernen sie ihr eigenes verlorenes Herz erkennen. Darum sehen sie die Wirklichkeit des heiligen Gottes. Darum gehen ihnen auch die Augen auf für die Errettung, die Gott durch Jesus Christus gegeben hat, dass wir doch die Wirklichkeit sehen wollen. Herr, gib Augen, die was taugen. Rühre meine Augen an, denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.